Mahlzeit. Was haben wir da? Eine Joy-Toy-Figur. Ich weiß, ihr seid genauso überrascht, wie ich es bin. Und zwar hat Dominik sich natürlich für seine Sammlung, braucht auch noch den Goldenen Ritter, die Adeptus Custodes geholt. Die gespielt werden von Henry Cavill. So spielt er eine Armee davon. Echt? Ja. Ist das nicht die Leibgarde des Imperators? Richtig. Die sind alle handgearbeitet. Genau. Habe ich Alles Handwerk, echtes Handwerk. aus einem Lore-Video, genau. Echtes Terra-Handwerk. Nee, mein erstes Fach ist eigentlich so gut wie voll und ausverkauft. Keine Plätze mehr frei. Und ich arbeite ja gerade irgendwie an so einem zweiten Fach. Und da gibt es ja dann halt diese, wie soll ich sagen, diese edleren Rüstungen dann halt irgendwie, ne? So die Leibgarde des Imperators. Oder die, wie heißt nochmal diese geheime Eingreiftruppe? Sind das nicht die Dark Dark Angels, Angels, die so ja. Drecksarbeit dann halt irgendwie Ja, machen? Keinen Ruhm dafür ernten die und. hinterlassen keine Spuren. Oder das dann irgendwie, ja. Die Dark Angels und die Grey Knights, die werde ich mir dann bei Zeiten mal zufügen. Jeweils erstmal drei Figuren, habe ich mir gedacht. Ich will auch wieder so eine Stufe bauen irgendwie. Habe ich erwähnt, ich habe den Dreadnought jetzt bei mir zu Hause. Der war gekommen, als ich im Urlaub war. Von den Blood Ja. Angels? Ah, ja, Unboxing-Video, wo ist es? Der Karton ist schon im Müll. Na, ja, sorry, machst du ohne Karton? Ja, mache ich noch. Ja, auf jeden Fall geht mein Warhammer-Wahn weiter und ich kann es nur jedem empfehlen. Die Figuren sind einfach Ja, kauft es euch jetzt. Ich sag, wenn die Se ey, super. sobald der erste Trailer kommt zur Serie, Filme, das Zeug wird Ihr teuer. könnt auch JoyToy offiziell auf Instagram Ja, komm, folgen. genau. Oder auf YouTube haben die auch immer ein paar Die Shorts. auf Instagram, die hauen jeden Tag, ne? Also jeden zweiten, dritten Tag, ey, präsentieren die da irgendwelche neuen Krass. Figuren. Das ist der Wahnsinn, was da kommt. Also die haben jetzt erst richtig angefangen halt, ne? Da klingelt richtig der Geldbeutel. Also mich freut's, weil, Ja. wie gesagt, Es gibt so schon viel für die Auswahl. Ja. mit die besten Actionfiguren aktuell auf dem Markt. Was Preis-Leistung angeht, auf jeden Ist Fall. Ja, einfach so gibt's, halt, kommt da ne? keiner ran, das muss man ehrlich so sagen. Hier und da gibt es natürlich so ein paar Stellen, wo wir ein bisschen was zu meckern haben, aber es ist eher auch hier auf hohem Niveau halt Ja. irgendwie, ne? Dann zeigen wir euch den guten Mal. Ja, wen haben wir denn? Wir haben die Custodian Guard. Also ich finde, also auf dem Cover sieht man jetzt mal halt wieder irgendwie dieses, er wirkt sehr golden auf dem Cover. Ich muss sagen, der Hellbrecht, den mochtest du ja halt nicht von den Black Templern, weil er zu golden ist Ja. irgendwie. Also er ist goldener von der Farbe her, von der Farbgebung her, als der Gute hier Ja, aber irgendwie. die müssen es ja auch sein. Die sind mir noch gar nicht golden genug. Aber das ist halt kein richtiges Gold. Es geht mehr ins Rötliche, Ja, wenn wir das jetzt es ist nicht sehen. verchromt oder so jetzt, Wenn ja. wir das jetzt sehen, also Hellbrecht war ja richtig golden halt Ja. irgendwie, ne? Das ist ja mehr so halt Rotgold irgendwie und ich mag das total irgendwie. Also ich war total skeptisch erst irgendwie. Aber ich bin super, super, super zufrieden. Auf die Detailarbeit halt einfach, ne? Guck dir das Oh, das Schild halt Schwert an, sieht gut ne? aus. Guck dir das Schild an, das Schwert mit Der dem Bolter. Farbverlauf. Das Schwert mit dem Bolter dran. Das ist cool. Das ist echt gut. Ne? Aber der Farbverlauf sieht auch sehr gut aus. Ja. Von innen ins Blaue rein. Das sieht echt sehr, sehr schick aus. Ich mag das Schwert, das Schild mit den zwei Adlerköpfen Willst du hier noch halt mal irgendwie die noch drauf. McFarlane-Waffen daneben halten? Nein. McFarlane-Waffen könnt ihr in einem anderen Video. Martin kann das ja mal verlinken. Genau. Das Chaos-McFarlane-Video. Und wir sind da preislich in einem im selben Gebiet, muss Die man waren leider zu genau, sagen. der war genauso teuer wie der Kingsborn, Kingsborn, meine krass, ich. krass, oder? Ja. Fuffi habe ich für den bezahlt. Ich finde auch die Farben bei den hier, bei den Helmen, die Haare da, der Schweif, das sieht echt gut aus. Ist Auch die Akzente hier von dem Türkisblau in der goldenen Rüstung, das sieht sehr, sehr gut aus. Ne, man sieht es nicht, aber die Figuren lassen sich auch immer super bewegen. Man kann ja auch echt gut posen. Ja, das Ding mit dem Bolter ist schon cool. Der Griff mit den zwei Adlern. Schick, schick, Wir schick. können auch gerne mal für euch einmal. Ist echt gut, ey. Also du kannst also die Waffe nicht halten, ne? Also es gibt keine Hand,
dass du jetzt hier den Lauf, den Abzug mit drückst, dass du es jetzt halt irgendwie so hältst. Ne? Ist aber auch, ne, weil wer. Ja. Es sind halt Leibgarden, es sind Leibwächter, ne? Also genau. Ich brauche die jetzt nicht in irgendeiner Kampfpose halt irgendwie, ne? Beschützer des goldenen Throns. Worauf ein schimmelnder Imperator sitzt. Eigentlich wie die anderen Joy-Toy-Figuren halt auch, ne? Das Schild lässt sich super, hat ein bisschen Spiel, bleibt auch stehen. Die Schulterplatten, beweglich wie bei den anderen. Dadurch, dass sie natürlich noch voluminöser sind als bei den normalen Marines, hast du halt nach oben hin, ne? Das ist gar keiner. Ja. Aber ausreichend. Braucht man das? Ich brauch's halt nicht. Nee, dabei ist ja klar. Vollkommen zufrieden. Das ist einfach, wenn du die in die Hand nimmst, ne? Die haben einfach so eine Wertigkeit irgendwie. Ey, die sind einfach, ey, wenn die ich das massiv, jetzt so ja. das jetzt so nehme, dass du kannst es locker bewegen, es ist aber nicht zu locker halt irgendwie, es ist nicht zu fest halt irgendwie, ne? Ich weiß nicht, ob es halt so rüberkommt. Ich meine, ich gucke mir die Videos eigentlich auch dann halt nochmal an. Ich finde, es kommt eigentlich ganz gut rüber, aber Live-Nummer dann halt, ne? Wenn ihr die einmal habt mit den Lackierungen. Ich habe gelesen irgendwie online in den Foren, viele beschweren sich irgendwie wegen dem Geruch. Okay. Wegen dem Geruch. Also das sind richtige Lackfarben, die hier verwendet werden halt, ne? Das sind halt keine Modellfarben irgendwie, ne? Und ich finde diese, wenn man sich so ein bisschen auskennt, wenn man ein bisschen auch mal selber bemalt hat und so, Lackfarben riechen nun mal halt in den Verpackungen. Also ist es nur gut, wenn du high wirst. In den Verpackungen sind auch immer diese kleinen Feuchtigkeitsbeutelchen auch dann irgendwie halt drin. Die werden bei diesen Trockenfarben oder bei diesen Modellfarben zum Beispiel jetzt nicht mit dabei halt. Ne? Das sind halt richtige Lackfarben, die hier verwendet werden. Ich weiß gar nicht, werden die handbemalt oder geht das maschinell? Das sieht mir zu gut aus. Also ich glaube, die Rüstungsteile maschinell, aber zum Teil, also teilweise werden die handbemalt, definitiv. Also du kannst die komplett auseinanderbauen, die Figuren, ne? Auch sehr leicht wieder zusammenbauen halt. Ja, ne? Genau, alles mit so einem Stecksystem. Ja. Also es wird, klar, ich glaube, das Gold wird jetzt hier grob drüber sein und dann die Feinheiten, die werden nochmal handbemalt sein. Man sieht es ja auch am Brustkorb, dass da noch so leicht Silber mit drauf ist. Das ist dann, wurde auch mal mit Hand drüber gemalt, auf jeden Fall. Genau, wieder das Türkisblaue, ne? Unten an den Schienbeinschonern, da sieht man es auch. Also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen nachgearbeitet worden. Also da ist auf jeden Fall auch Handarbeit mit drin. Ich werde mir auf jeden Fall von den guten hier noch zwei Stück zulegen. Auch welche mit Schild oder andere? Ich glaube, die sind fast alle mit Schild. Kann gut sein, ja. Der stand jetzt rein zufällig bei euch im Laden. Da bin ich so zufällig drüber gestolpert. Ganz zufällig. Zufällig. Als ich diesen ersten Gedanken hatte, wie willst du dein zweites Fach gestalten, kam das dann irgendwie. Und den habe ich mir dann zufällig mitgenommen. Ja, ich bin mega, mega, mega zufrieden. Es ist wenig dabei. Diesmal, ich weiß nicht. Es gibt keine Waffen noch irgendwie mit dabei. Ihr habt, glaube ich, noch zwei Wechselpaar. Aber mal wieder ein Standfuß dabei. Zwei Wechselpaarhände, genau. Da ist diesmal ein Stand mit dabei. Aber das Schwert ist super. Das sieht aber gut mehr, aus. Wie gesagt, das sind halt Leibgarden. Ja. Und mehr brauchst du halt nicht. Ne? Ja. So. Bei der Power des Imperators. Das ist mehr, brauchst du nicht. Alles klar. Ja, wie gefallen euch die Joy-Toy-Figuren? Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, weil das wird bestimmt nicht die letzte Joy-Toy-Figur gewesen sein. Macht euch was. Macht's gut. Nice.